Grüß dich, mein Name ist Sebastian. Herzlich willkommen auf den YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Heute soll es um ein Upcycling-Projekt gehen, besser gesagt um einen DIY-Hack. Das hier ist eine alte, wir sagen es erstmal, alte Kommode von IKEA. Ich glaube, Rast nennt sich das Ganze. Und die eignet sich bestens für mein Upcycling-Projekt. Wir machen quasi, ja, wir pimpen das Ganze um, beziehungsweise wir gehen ein paar Schritte zurück und machen daraus ein kleines Designerstück. Sprich, wir verwandeln die Kommode zu ihrem Ursprung, nämlich zu einem Brett. Das wird nämlich eine richtig, richtig tolle Designkommode. Und wie du das machen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Und dieses Video ist in Zusammenarbeit mit Bosch Home & Garden entstanden. Wenn du wissen möchtest, wie du dir so einen 18 Volt Akku sichern kannst, dann bleib bis zum Ende des Videos dran, dann verrate ich dir nämlich eine Kleinigkeit. Aber jetzt legen wir erstmal los mit dem Projekt. Als erstes kommt die Stichsäge zum Einsatz und was wir damit machen, das zeige ich dir jetzt. Ich möchte die vorhandene Kommode quasi ummanteln mit Dachlatten. Was für eine Dachlatte, also was für eine Größe ihr letztendlich nehmt, ist eure Sache. Wenn ihr kleine nehmt, müsst ihr natürlich ganz, ganz viel kleben und ganz, ganz viel zuschneiden. Wenn ihr etwas größere nehmt, spart ihr euch quasi ganz, ganz viel Arbeit. Wie gesagt, die Kommode kann ruhig zerdütscht sein, kaputt sein. Wir können hier wirklich viele Schrauben reinjagen. Das Ganze, beziehungsweise die Oberfläche wird später nicht wirklich viel zu sehen sein. Und jetzt ist es so, jede Kommode ist ja ein bisschen unterschiedlich aufgebaut. Ihr seht jetzt, hier sind drei Schubläden drin und das ist der Deckel quasi. Diesen Deckel müssen wir leider zurückspringen, beziehungsweise der muss so sein. Warum? Weshalb? Ganz einfach. Ich will ja nachher mit Kanthölzern arbeiten, die einmal hier vorgesetzt werden. Zack. Und einmal oben drauf. Das heißt, dass später, es soll ja nachher aussehen wie so ein Bretterhaufen. Das heißt, das ganze Kantholz wird hier raufgeklebt und hier oben geht dann das Ganze dann über die Deckelplatte, flächenbündig. Das heißt, dass wir hier vorne nicht einen großen Versatz haben von ungefähr, ja, 20 mm, sprich die Deckelplatte hier. Und deswegen müssen wir das Ganze jetzt hier um die Dicke des Materials kürzen und hier nochmal längs sägen, so dass das Ganze zurückspringt. Und das Ganze verschrauben wir dann seitlich. So, als ersten Schritt arbeiten wir mit der Stichsäge. Und zwar müssen wir den Korpus ein bisschen zurechtsägen. Das ist natürlich von Kommode zu Kommode unterschiedlich. Aber ich will nachher ein einheitliches Bild haben, beziehungsweise dass man nicht sehen kann, dass sich da hinter diesem Bretterhaufen eine Kommode verbirgt. Das Ganze muss nicht wirklich perfekt sein, denn man kann das später nicht mehr sehen. Wichtig ist natürlich beim Verschrauben, dass wir vielleicht das Holz vorbohren. Voilà. So, jetzt haben wir quasi unsere Kommode vorbereitet. Zack. Die anderen zwei Schubläden rein. Und dann können wir auch loslegen mit den Verkleiden, sage ich jetzt mal. Ich nehme jetzt ziemlich große Dachlatten. Besser gesagt, das sind schon kleine Kanthölzer. Umso kleiner ihr die Dachlatten wählt, umso aufwendiger wird das ganze Projekt. Ich habe jetzt hier, ich glaube, dicke 44 und breite 70 oder 74, so in etwa. Und ich fange jetzt einfach mal an mit den Fronten. Das heißt, ich werde mir jetzt, ich glaube, ich habe das so errechnet, dass vier Dachlatten pro Schubkastenblende ausreichen. Und ich werde mir jetzt vier Stück zuschneiden, beziehungsweise 4, 8, 12. Und die unterschiedlich lang. Das Ganze mache ich dann mit der Stichsäge und habe immer so 1-2 cm Versatz oder vielleicht auch ein bisschen mehr, so wie ihr möchtet. Und dann beklebe ich erstmal alle Schubkastenblenden, beziehungsweise Doppel. Und das macht ihr ganz normal mit Leim. Nehmt Leim, schmiert ordentlich Leim rauf und dann, wenn ihr das Ganze draufsetzt, schiebt ruhig die Dachleiter hin und her, damit der Leim sich schön verbinden kann. Und dann lasst ihr das Ganze trocknen. Und wenn du möchtest, kannst du den Advance Multi 18 nehmen. Die gibt es mit verschiedenen Aufsätzen, hier beispielsweise einen Schleifaufsatz. Und dann kannst du natürlich dieses Rustikale gleich wegnehmen und eine kleine Faser ranschleifen, wie jetzt auch hier. Die meisten Dachlatten haben immer eine Faser und so spiegelst du einfach dieses Bild wieder. Und in der Zwischenzeit, wo die Schubkästen trocknen,
kümmern wir uns jetzt um die Deckelplatte und da nehmen wir natürlich die schönsten Kanthölzer bzw. Dachlatten, die jetzt schön glatt sind, die keine Risse oder sowas haben und kleben die jetzt hier auch unterschiedlich drauf. Vorher gucken wir natürlich mal, wie das Ganze hinkommt. Hier oben müssten es 5 Stück sein, weil ja vorne dann, beziehungsweise 6, weil ja später dann vorne der Schubkasten, zack, das Ganze dann schließt. So sieht, müsste das dann fertig aussehen. Der nächste Schritt ist dann, uns so kleine Holzstückchen zuzusägen. Und im nächsten Schritt ist es so, dass wir die Seitenteile bekleben. Auch hier wieder ein bisschen Abstand machen, macht das Ganze nicht so akkurat. Und das Ganze dauert natürlich seine Weile. Und hier kommt es natürlich darauf an, ob ihr jetzt kleine Dachlatten nehmt oder größere Kanthölzer. Ihr seht schon, bei diesen großen Kanthölzern dauert das auch mindestens eine Stunde auf beiden Seiten, das zu bekleben. Aber es macht Spaß und es ist eine tolle Beschäftigung. Damit ihr auch die richtigen Abstände trifft, beziehungsweise damit das auch gleichmäßig sitzt, könnt ihr nach ungefähr einer Viertelstunde die Schubkästen auch einsetzen. So habt ihr ungefähr das Maß, wo dann eure Klötze sitzen sollen. Fertig. Ich muss sagen, es sind wirklich viele, viele Holzsägeblätter draufgegangen und viele, viele Schleifpapierstückchen. Ich habe jetzt für dieses Projekt ungefähr 2 Tage gebraucht. Also es sah jetzt ein bisschen schneller aus im Video als gedacht. 2 Tage, aber ich denke, das Ganze kann sich sehen lassen. Ich habe mit Absicht jetzt keine Griffe rangemacht. Ansonsten geht ja das Ganze verloren. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal zu Hause an. Und da steht jetzt nun die nagelneue Kommode bei uns im Essbereich, in der Essecke. Und natürlich sieht das total aus wie so ein Holzhaufen, ne? Und es ist ein großer Blickfang. Ja, hat eine Menge Spaß gemacht, dieses Projekt. Und ich habe mir natürlich nochmal einen neuen Akkuschrauber gekauft, den Universal Impact 18V-16. Und jetzt kommen wir dazu, wie du dir so einen 18-Volt Akku sichern kannst. Kauf dir jetzt im Online-Shop oder im Handel bis zum 30. April ein beliebiges Bosch Home & Garden 18-Volt-Gerät. Registriere dann das Gerät bis zum 7.5. und erhalte dafür dann einen kostenlosen Akku, der dann zu dir nach Hause gesendet wird. Ist eine tolle Sache, wie ich finde. Wenn du es noch nicht vorhast, schau dir die Geräte mal an. Ich werde dir die alle unten in der Videobeschreibung verlinken. Und zusätzlich gibt es nämlich gerade im Online-Shop sogar noch 20% mit dem Code SPRING20 bis zum 10.04.2023. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Herzlichen Dank nochmal an Bosch. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und wenn du das Ganze nachbauen solltest, dann tag mich bitte, verlink mich. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann lass unbedingt ein Abo da, wenn du kein Video mehr verpassen möchtest. Und dann ganz, ganz wichtig, wenn dir dieses Video gefallen hat, gib den Handwerker oder gib dem Video einen Handwerker Daumen nach oben, damit andere Leute auch sehen, hey, das Video ist sehenswert, das hat richtig Bock gemacht, das Ganze zu sehen, das hat dir weitergebracht, dann lass doch gerne einen Daumen hoch. Hier sind noch 2 weitere Videos von mir, vielleicht sind die recht hilfreich oder interessant für dich. Ja, und ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.